Wir öffnen heute einfach mal 1000 kostenlose Startups in einem Video. Es wird unglaublich. Viel Spaß. Creator Code? Jo Jonas. Und damit legen wir los. 12 Stunden insgesamt live, 75.000 Live-Zuschauer. Vielen Dank dafür und endlich ist es soweit. Wir sind direkt hier auf unserem Pay-to-Win-Account. 100 Startups, wie immer. Wenn ihr mich supporten wollt, dann natürlich gerne an Creator Code Jo Jonas. Und ich hoffe, ihr werdet jetzt genauso viel Luck haben, wie ich hoffentlich jetzt auf dem ersten Account hier. Auf geht's mit den ersten Startups. Und wir hoffen natürlich auf legendäre Brawler, legendäre Startups und vieles mehr. Wir können auf diesem Account noch alles ziehen, vor allem gute Skins, Hypercharges und vieles mehr. Also normalerweise werden wir hoffentlich reinlacken. Okay, wir haben jetzt direkt hier so einen Rock Spray bekommen. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als erstes bekommen will, aber ist okay. Und vor allem, wenn ich so schnell es geht, hier direkt den allerersten Legendary Startup bekommen. Wir haben jetzt hier super selten. Mythisch direkt, erster. Okay, das ist schon mal ziemlich lucky. Direkt anhand der ersten Drops hier 200 Credits sogar. Das heißt, ja, Crow wird schwierig werden, mit Credits zu ziehen. Also wenn, dann müssen wir eigentlich eher direkt einen legendären aus so einem Drop ziehen. Aus dem legendären Startup ziehen, würde ich sagen. Oha, sogar so Mr. P-Spray direkt bekommen. Das ist auch ganz geil. Also eigentlich schon mal hier ein ganz guter Start soweit. 200 Credits. Wir hatten jetzt noch keinen legendären Drop. Also ich hoffe mal auf mindestens zwei. Wenn es gut läuft, vielleicht sogar drei oder vier legendäre Startups hier für den Account. Das wäre schon mal wichtig. Und die große Frage ist auch sowieso insgesamt, wer dann am Ende die 100 legendären Startups bekommt. Die werden insgesamt an 100 Leute weltweit verlost werden. Und ja, die Chancen natürlich zu gewinnen sind ziemlich niedrig, aber ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob da vielleicht noch irgendwas hochgeladen wird. Wer dann noch je nachdem die 100 legendären auch gewonnen hat. Also Zwischenstand, super selten. Bisher ist okay. Jetzt haben wir den ersten Legendary. Okay, das ist sehr gut. Also wir haben nicht so viel geöffnet. Jetzt schon den ersten Legendary Stardrop. Ja, es ist ein Star Power für den Legendären. Ist so, weiter geht's. Ja, ein bisschen schade, Mann. Ein bisschen schade. Sag ich ehrlich. Ich meine, wenn man... Die Star Power von Sandy ist auch nicht schlecht. Die ist auch zu gebrauchen. Ich glaube, es war auch die Damage Star Power sogar. Oh, wir kriegen sogar noch einen Skin, geil. Aber ja, wenn man schon einen Legendären Drop hat, will man halt nicht unbedingt dann so eine Sandy Star Power bekommen, Mann. Ja, ist halt schwierig, ne? Wieder selten. Ist okay. Was halt fehlt, ist halt irgendwie noch der Brawler oder so. Er hat noch keinen Brawler bisher. Nee, hat noch keinen Brawler. Oder halt ein cooler Skin. Und mit 10 Credits, Mann. Ich brauche über 2000 noch für Crow, also es... Bitte? Episch? Mythisch? Ich glaube, es ist nicht der Brawler, sondern... Ja, ich wollte gerade sagen. Aber ist der erste Skin, oder... Ist es der erste Skin? Ich glaube, oder? Ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Noch ein Skin... GT Max. Oh, Bananenspray, absolut krass. Irgendwie auch 15.000 neue Abonnenten. Also dafür auch vielen, vielen Dank nochmal. Das ist vor allem krass. 15.000 Abos in einem Tag, allein auf YouTube. Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Also sowas habe ich echt noch nie in der Art irgendwie erlebt. Danke, Hype. So, Powerpunkte haben wir hier, selten. Es könnte irgendwie nochmal was Krasseres kommen. Es könnte wirklich irgendwie nochmal was Krasseres kommen. Also ein legendärer Drop ist nur nicht so zufriedenstellend. Und vor... Oh, jetzt habe ich es. Der zweite legendäre Stardrop. Also kurz ist es Sandy, aber es geht ja nicht. Ja, schade, Mann. Zuckerfreaks. Besser als nichts. Wieder. Es sind drei Skins jetzt. Sind kein Brawler dafür. Gadget für Sandy, Mann. Junge, einfach Sandy Star Power und Sandy Gadget dafür, aber kein Brawler. Das ist unlucky bisher. Es wird safe noch was Gutes kommen. Selten. Das gibt's nicht super selten. Ist der jetzt? Was ist das denn jetzt? Ich dachte kurz, es wäre vorbei schon, aber es ist noch nicht vorbei. Nani, weinender Pin. Das sieht echt gut aus. Als ob wir keinen Brawler kriegen. Gut, zwei Legendary-Drops waren gut, aber der Inhalt war halt nicht gut. Also so gesehen war es dann doch wieder schlecht. Nein. Ich glaube, es sind nicht mehr viele auf dem Account. Also so vom Gefühl würde ich jetzt sagen. Vielleicht unterschätze ich es und vielleicht sind es doch noch mehr. Jeder Drop kann halt gerade... Das war's. Jetzt gemacht. RIP. Egal, unlucky Start hier. Okay, das ist spannend. Also wir haben 16 Brawler. Wir können alles ziehen. Wirklich alles auf diesem Account. Jetzt wird's sehr spannend. Wir können die eigentlich eh schnell öffnen. Ne? Ich meine, wir haben ja extrem viel. Wir können ja bei Dings, bei Legendär und Mythisch immer kurz warten. Vor allem bei Legendär. Aber sonst jetzt hier Mythisch. Oha, also das ist schon mal geil. Jetzt sind die allererste Brawler und ein paar Stardrops. Ich bin schon mal sehr gespannt, was wir jetzt alles kriegen werden. Jetzt so ein... Eigentlich brauche ich nur die legendären und die mythischen Drops. Wobei aus den epischen kann theoretisch auch ein epischer Brawler, kann ich unterschätzen. Ich will halt vor allem legendären Brawler. Das ist eigentlich das... Oder viele legendären Brawler eigentlich. Mal schauen.
Ich bin noch mal gespannt, wer die 100 legendären Drops auch bekommt. Ist auch schon klar? Ich weiß es gar nicht. Let's go. Legendary Star Drop. Legendary Star Drop. Das ist Bo, oder? Ja, ich wollte, es hätte auch Skin sein können, deswegen. Ich habe schon gesehen, dass Bo ist in der Form, ihr wisst, was ich meine. Okay, komm, irgendwie jetzt ein Legendary Brawler oder so, bitte. Oder wenigstens ein Mythischer. Ach schon, wir werden es sehen. Epischer Drop wieder. Selten. Schlecht. Episch. Binder Coldpin. Aber, also schon mal zwei Brawler für den Account ist doch sehr geil. Ich weiß gar nicht, was für Ansprüche ich haben soll. So fünf Brawler. Ein bisschen anspruchsvoll vielleicht. Oder bei 20, ich weiß es nicht, was realistisch ist. Wir werden es sehen. Ich kann es gar nicht einschätzen. Selten. Selten wieder. Episch. Reiner Pennypin. Episch. Selten. Komm, irgendwie jetzt was Cooles. So ein Legi-Drop wieder. Ich meine, zwei Brawler sind schon geil. Ich meine, für einen Account hier direkt zwei Brawler. Da kriegen wir insgesamt vielleicht zu 30 oder so. Mal schauen. Oh, mythisch. Nee. Aber ich will mich nicht beschweren. Schon zwei epische Brawler sind, glaube ich, solid. Solange ich meinen Legendary Brawler heute bekomme, bin ich happy. Super selten. Selten wieder. Episch. Ah, aber erst ein Legendary Startup ist mir zu wenig hier. Das muss mehr sein. Wirklich. Selten. Das ist schlecht. Da muss mehr als selten kommen. Münzen. Mythisch wieder. Und Rico Pin ist cool. Komm, irgendwas. Episch. Kein Legendary. Das ist unlucky, Mann. Also wenn wir es wirklich nicht mehr kriegen, dann muss ich sagen, ist nicht so zufriedenstellend, der Account jetzt. Der Start war ja krass. Wir hatten ja zuerst so zwei epische Brawler direkt, aber jetzt nicht mehr, ist ein bisschen schade dann wieder. Mythisch. Das Spiel-Icon habe ich vorhin schon gesehen, krass. Also, ja, okay, jetzt habe ich einen. Ja, ich wollte schon sagen, Mann, also... Bisher jetzt nicht so krass gewesen. Jetzt Legendary Startup, komm. Ja, aber ey, dass wir zwei Brawler instant gezogen haben, das gibt's ja gar nicht. Zwei Brawler instant und dann gar nichts mehr. Okay, auf geht's, jetzt. Ich habe gar nicht geschaut, was wir auf dem Account alles kriegen können. Ich glaube wieder alles. Legendäre Brawler, vieles mehr, also... Da muss es eigentlich irgendwas kommen. Da muss es wirklich irgendwas kommen. Aber wir hatten zwei Legendary Startups gerade mal. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Super selten. Super selten wieder. Ja, diese der Search-Pin wäre weise aber ganz cool. Aber eigentlich interessiert er mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich will einfach nur irgendwas Cooles an Brawlern, hä? Super selten wieder. Wieder super selten. Das gibt's doch gar nicht. Ding. Super selten wieder. Hm. Das Ding ist, es ist halt jetzt nicht irgendwie ein Entwickler-Account, ne? Das sind ja meine richtigen Accounts. Also ich würde schon gerne was Gutes ziehen. Hatte nur einen legendären, schreibt jemand, okay. Normalerweise hatte ich irgendwie gefühlt mehr Legendäre bekommen, Bling. Aber wir könnten Dynamite kriegen schon mal. Das sieht jetzt eigentlich gut aus. Wir sollten eigentlich Dynamite kriegen können. Gut, ich meine, ich will eigentlich Dynamite gar nicht. Das ist ein super seltener Brawler, das geht schon besser. Gibt's doch gar nicht. Jetzt ist irgendwie sehr unlucky. Ich meine, wir hatten nicht mal... Ja, jetzt einen Mythischen. Oh, okay, fair. Guck mal, sogar direkt einen Brawler aus dem Mythischen. Direkt Piper. Kann man nichts sagen. Ist schon mal gut. Aber wir hatten immer noch keinen guten Brawler bisher. Episch. Wieder episch. Wenigstens mal einen Mythischen Brawler. Dafür, wir bräuchten... Ja, ich wollte es gerade sagen. Wir bräuchten wenigstens einen Legendary Stardo. Da haben wir ihn doch. Ich hoffe auf Crow. No way, das gibt's nicht, wie geil. Oh mein Gott, Junge. Das wird direkt ein TikTok. Okay, weiter geht's. Das war jetzt sehr, sehr geil. Ich habe mich gerade noch beschwert, weil bisher hatten wir maximal einen epischen. Nach über 200 jetzt, ne? Oder ist der dritte Account? Ich weiß, wie viel Account ist es denn überhaupt? Ist der zweite Account, glaube ich. Hä, dann ist es sehr cool. Okay, jetzt ist krass. Das ist jetzt wirklich krass. Und noch direkt ein mythischer. Hä? Übel gut. Jetzt haben wir schon legendären und einen mythischen. Okay, noch was. Ja, das ist Schmutz. Geil. Also jetzt kann man echt nichts sagen bisher. Jetzt haben wir schon insgesamt... Ja, wir haben schon viele Brawlites gezogen. Wirklich. Aber fairerweise, ich kann natürlich auch noch alles ziehen auf deren Accounts. Nochmal mythisch? Ja, wir ziehen noch mehr Brawler jetzt. Das wäre schon crazy jetzt. Komm. Episch wieder. Ja, super selten. Auch nichts.
Komm, irgendwie reinlacken. Irgendwie reinlacken. Imagine, ich zieh's noch einen legendären. Das wäre richtig krank. Probier's. Ah, Hypercharge El Primo. Hypercharge El Primo. Aber ist okay, ist okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Super selten. Ich meine, ist schon krass, was wir jetzt gezogen haben. Wir haben gerade Charlie, Ember gezogen und noch einen Hypercharge. Das ist crazy, sag ich ehrlich. Da kann man sich echt nicht beschweren. Selten wieder. Die seltenen triggern halt ein bisschen, ne? Die kann ich mir. Aber es ist halt gerade das Ding, ansonsten wäre es auch nicht spannend, wenn man nur die legendären kriegen würde. Selten wieder. Episch. Ist okay. Ist wirklich okay. Güte, episch wieder. Das ist auch so krass, wie viele das sind. Die hören auch einfach nicht auf, die Stardops, ne? Ich überlege, wie viele jetzt gerade öffnen auch. Selten. Mythisch. Was? Wie krass. Einfach Gas, Junge. Einfach Gas. Und wir müssen auf unserem Let's Play-Account auch noch öffnen. Ich glaube, das machen wir direkt als erstes fürs Video. Selten. Komm, wieder selten. Aber ich kann mich jetzt schon nicht beschweren, sage ich ehrlich, ne? Also, boah. Das ist echt überraschend gut. Super selten. Episch. Komm. Ah. Crazy. Das war sehr, sehr gut. Ja. Ja, doch. Können wir machen. Können wir auch epische, mythische so ziehen. Hier, auf geht's. Die nächsten 100. Die nächsten 100 Stardops. Super selten als erstes. Ah, so ein legendärer Brawler wäre nochmal geil. Also für den Account wäre es vor allem wichtig, einen legendären zu ziehen. Also wir haben halt nur die Möglichkeit, episch, mythisch oder... Oh mein Gott. Uns fehlen 225 Credits für Cordelius. Das ist sehr krass. Mythisch. Ist ein Brawler gerade? Ah, leider. Ich wollte sagen, weil der Skin ist okay. Der Skin ist okay. Krasserer, aber ist okay. Selten. Komm. Irgendwas Cooles. Ringkäfer wie ist okay, aber... Ich brauche halt mindestens einen epischen. Ja, ey, das ist so lucky, Junge. Hä? Einfach nur Charlie wieder. Noch ein mythischer, Mann. Geil. Haben wir schon reingelackt bisher. Wirklich. Haben wir wirklich reingelackt bisher. Super selten. Wieder episch. Ah, Charlie. Was ist das gewesen? So ein Karl-Pin, ne? So ein Karl-Spray. Ah, ist okay. Komm, irgendwie legendärer Drop nochmal. Komm. Anita-Pin ist okay. Ich brauche jetzt irgendwie so einen legendären nochmal. Super selten. Geht. Also ein Spray. Nee. Ich meine, Charlie ist schon okay. Aber die Seltenheit für legendäre Drops gefühlt ist gesunken, oder? Also ich habe irgendwie so... Ah, ist der Skin. Ich wollte kurz sagen, aus dem epischen Drop. Ich war kurz verwirrt. Das konnte nicht sein. Das konnte nicht sein. Das konnte kein legendärer sein. Das konnte keiner sein. Episch wieder für Poco. Gut. Selten. Ist okay. Wieder selten. Super selten. Ah, nochmal so, noch so ein Legendary Drop, so ein Lucky. Da wäre ich dabei. Mythisch. Ist okay, ist okay. Klatschen eine Colette Pin, kann man machen. Episch wieder. Ah, das ist von Spukhaus 8-Bit einfach. Spray. Und wütender Chester Pin nochmal. Selten. Aber die Credits wären schon wichtig. Wir brauchen 215 Credits irgendwie. Müssen natürlich ein bisschen reinlucken. Und dann würden wir Cordelius kriegen hier. Das wäre ganz, ganz wichtig für den Account. Da fehlen noch gerade diese paar Credits. Mythisch. Wir hätten noch kein Gadget oder Star Power oder irgendwas. Wie random einfach, dass wir das jetzt gerade kriegen. Aber geil. Weil das Gadget für Larry Lowy, fairerweise, was ich jetzt gezogen habe, ist leider jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt wollte. Aber wir nehmen es, wir nehmen es, wir nehmen es. 100 Credits. Schaffen wir. 115 Credits fehlen uns. Wir müssen halt jetzt irgendwie reinlacken und diese 115 Credits kriegen. Das wäre alles geil. Komm. Komm bitte, irgendwie. Wir haben noch ein paar über. Muss halt schon mies reinlacken, 115 Stück. Das ist aber mehr als machbar. Spray wieder. Oder irgendwie ein Legend Drop oder mythischer Drop kann auch was drin sein. Ich glaube sogar einen epischen Drop können Credits drin sein. Wenn die 115 übrig bleiben, dann bin ich enttäuscht. Ich glaube, viele sind es nicht mehr vom Gefühl. Ich habe jetzt schon echt viele geöffnet auf dem Account. Mythisches Spray, einfach Salz. Da hätte schon im mythischen... mythisches Spray. Mythischen Drop hätte schon einer drin sein können. Selten wieder. Ja, jetzt sieht nicht gut aus. Oh, no. Und wenn der es jetzt ist... Credits.
Power für Tick, Mann. Das ist auch noch die Star Power, die keiner braucht. Die andere Star Power ist ja besser, weil er schneller healen kann. Die Star Power, die ich jetzt gezogen habe, die spielt ja keiner. Episch. Junge, wieder Legendary. Campus Ash. Aber die Credits sind für schade, Mann. Dass wir nicht Dings bekommen haben. Epischer Drop wieder. Komm. Ich glaube, irgendwie die 515 Credits bleiben schon wieder übrig. Wir hatten letztens schon Cordelius fast nicht gezogen auf dem Account, weil uns die Credits gefehlt haben. Es fehlen nur noch 115, Mann. Das kann nicht sein. Aber irgendwie enden die Drops auch nicht. Man müsste so einen Counter sehen, wie viele Credits man noch übrig hat, wisst ihr? Das ist ein Megaschwein. Das hätten eigentlich wahrscheinlich schwierig zu programmieren, schätze ich dann extra für das Event jetzt. Wahrscheinlich ein bisschen aufwendig geworden. Aber immerhin zwei Legendäre, ist gut. Gibt's nicht. Ich glaube nicht mehr, dass ich die Credits noch bekomme jetzt. Das ist echt ärgerlich. Auch haben wir die Chance, aber. Na. Irgendwie Credits? Egal, dann kriege ich den nächsten Mal. Okay, 22 von 77 Brawlern haben wir jetzt hier. Viele seltene. Einen legendären haben wir schon. Also hier können wir alles ziehen, auch super seltene. So, wieder hier. Ach, hier ist Creator Code Jonas sogar schon drin. Keine Ahnung, warum ich ihn eingetragen habe. Let's go. Ich glaube, es ist Account Nummer 4, oder, Chat? Ich glaube, es ist Account Nummer 4. 400 Drops damit. Alles noch drin. Hoffentlich nochmal. Legendärer wäre das Beste. Legendärer wäre das Beste. Junge, diese ganzen seltenen. Das ist der erste legendäre Drop. Und noch 5 oder so, das ist krass. Das ist schon sehr früh. Münzen. Ja, das. Ja, Münzen halt genau, was man halt nicht bekommen will, natürlich, ne? Münzen und Powerpunkte. Ja, wobei, ich sag ehrlich, bevor ich Powerpunkte kriege, will ich lieber Münzen. Mythisch. Larry und Lowy einfach. Das ist sehr geil. Vor allem, weil Larry und Lowy immer noch sehr stark sind. Vielleicht sogar der stärkste Brawler aktuell. Wurden dann verschlechtert, dadurch jetzt nicht mehr der stärkste Brawler. Aber vielleicht, also Top 10 würde ich sie sogar noch setzen, glaube ich. Mythisch. Das ist geil. Jetzt haben wir. Achso, nee, ich dachte, das wäre der Brawler gewesen. Der Skin ist nicht so geil. Ich wollte schon sagen, das wäre gut gewesen. Aber dadurch ist der. Nächster Legendary. Dadurch ist der Brawler ist dann doch nicht ganz so gut. Na, El Rudo Primo, na, nee. Gibt's bessere Skins. Super selten. Ah, geht so. Die Wahrscheinlichkeit, einen legendären zu kriegen, wird vielleicht bei. Ich hätte so 10% sein. Ah, sagen wir 20 vielleicht aus dem Ganzen. Oha, noch ein Brawler, Rico. Na gut. Super selten wieder. Wieder super selten. Episch. Ah, ein bisschen besser geht schon. Selten wieder. Wieder super selten. Komm. Ich will jetzt schon. Weil ich werde mich nicht beschweren. Also im Schnitt kriege ich pro Account so 2 bis 3 Brawler. Boah. Ey. Ah, ist der Skin. Ich wollte wieder sagen, es ist der Brawler. Das Ding ist, was ich auch noch sagen wollte, eigentlich schon. Krass, wenn man überlegt, also wenn es bei mir so 2 bis 3 Brawler pro Account sind, schon geile Gratisgeschenke, finde ich jetzt persönlich, ne? Kann man jetzt schon nichts sagen, eigentlich. Irgendwie hat das wirklich einmal funktioniert. Ich wieder? Ja, wie viel der Account ist das denn jetzt, Chat? Oh mein Gott. Ah, das haben wir doch schon einige Brawler. Aber Hank ist an sich bad. Aber Hank. Oh, das war's. Ich glaube, es war der 4. Account jetzt. Hier. Oh, ich kann auch noch sehr viel ziehen. 11.000 Trophäen. Episch, mythisch, legendär, alles wieder offen. Und wieder hier Creator Code Jojonas. Ich habe sogar 2000 Gems auf dem Account noch aufgeladen gehabt. Krass. Auf geht's. Okay, vielleicht nochmal ein legendärer. Das wäre eigentlich das Wichtigste. Ich bin eh mal gespannt, was wir so insgesamt dann am Ende gezogen haben. Also Zwischenfazit schon mal jetzt. Fahren los, perfekt. Legendärer Starter. Ah, schade. Zwischenfazit, ein bisschen weniger legendäre Startups, als ich gedacht habe. Aber dafür viel mehr Brawler, als ich gedacht habe. Das ist gut. Eine ehrliche Frage, Jonas. Würdest du das als eine Art Glücksspiel bezeichnen? Beziehungsweise, dass ich da hingegen eine Sucht entwickeln kann? Naja, ganz einfach. Wie soll sich denn eine Sucht dagegen... Also, klar, grundsätzlich kann man das kritisieren. Sehe ich vollkommen ein, aber... Letztendlich, keine Ahnung, in jedem Spiel gibt es ja irgendwie Glückseffekte. Und das, was ja hier entscheidend ist, ist, dass dieser Glückseffekt ja nicht wiederholbar oder kaufbar ist. Es ist ja keine Slotmaschine, die ihr einfach bedienen könnt. Klar, das sind einmal 100 Stück, sehe ich natürlich ein, kann man auch kritisieren, aber ihr könnt die nicht kaufen.
Ihr könnt ihn nicht kaufen, auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden Fall, es ist Glücksspiel. Ich weiß es nicht, wie es mit Thema Sucht und so aussieht, ne? Aber also ich, ist halt schwierig. Ich finde, man kann halt schwierig aus allen Spielen den kompletten Glücksfaktor rausnehmen. Das ist halt so die Sache. Ich finde, das Wichtigste ist einfach, dass man die nicht kaufen kann. Weil dadurch, was willst du halt machen, wenn du süchtig danach bist? Du kannst, keine Ahnung, kannst die 20 Accounts erstellen, höchstens. Und jetzt natürlich gerade kannst du die öffnen, fair, bei dem Event einmal. Aber du kannst ja eigentlich gar keine Sucht da in der Hinsicht irgendwie, kann ich ja gar nicht richtig in der Hinsicht, die kann man gar nicht ausleben, richtig, diese Sucht. Wisst ihr, was ich meine? Was wollt ihr denn machen? Könnt ihr nur 3 von diesen Stardust am Tag gewinnen, normalerweise. Dadurch ist es ja sehr, sehr stark begrenzt. Das ist ja gerade das Gute. Legendary Stardust? Bonnie. Das ist gut. Episch. Aber wir hatten auch schon echt einiges bekommen, aber jetzt gerade irgendwie ein bisschen wenig am Stück. Weil wir hatten echt viel bekommen. Außerdem haben wir auf dem Account auch schon Hypercharge für Jesse bekommen. So gesehen ist eigentlich nicht schlecht. Episch wieder. Wir haben auch auf diesem Account Cordelius, aber wir bräuchten noch 800 Credits. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die bekommen, ist, ich weiß nicht, ist schwierig, denke ich. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich schwierig. Wieder selten. Ah, schwierig. Super selten. Hatte 2 oder 3 Legitops auf meinem Main-Account. Und einer davon war 1000 Credits. Ich habe alle Brawler. Ja, aber ist doch eigentlich solid. 2 bis 3 Legidrops und 1000 Credits. Weiß nicht. Da wolltest du Skins ziehen. Aber Skins zu ziehen, muss man erstmal rein. Ja, stopp mal. Wir haben ja fast keine Skins gezogen. Das ist echt sehr interessant, ne? Wieso haben wir keine Skins gezogen? Hä? Wir haben früher immer richtig viele Skins gezogen. Das verwirrt mich jetzt auch gerade. Selten. Irgendwas nochmal. Super selten. Ich hatte nur so 3, 4 Skins. Es waren doch früher immer viel mehr Skins, die ich gezogen habe. Da bin ich jetzt gerade lost. Vielleicht bin ich auch lost. Ich habe ja nicht viel mehr Skins gezogen. Ich weiß es nicht. Super selten. Mythisch. Ist das jetzt du, oder? Ja, ist der Skin leider. So direkt. Aber ist okay. Mythisch wieder. Ja. Super selten. Super episch. Episch. So ein legendärer wäre jetzt halt noch wild. Gas. Der Gas-Herzpin. Ja, besser als nix, aber krass ist es nicht, sag ich ehrlich. Der Account könnte ein bisschen besser sein, wenn ich ehrlich bin, bisher. Wieder selten. Episch. Wieder selten. Nee. Der Account war nicht gut bisher. Also, entweder kommt jetzt noch ein Legendary Drop oder irgendwas Krasses, oder dann ist der Account lost. Super selten. Wieder selten, Mann. Nee, der Account war irgendwie gar nichts. Mythisch. Oh, okay, das ist gut. Bullet nochmal gezogen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Episch nochmal. Ich hatte nur Müll. Das ist schlecht. Ja, ist halt Lachsache am Ende, ne? Natürlich. Ich glaube, bestimmt auch Leute, die irgendwie so 2 legendäre Startups gezogen haben oder legendäre Brawler gezogen haben oder noch mehr vielleicht. Aber ich kann mich jetzt bisher eigentlich nicht beschweren, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist ein bisschen viel Pech gerade am Stück, aber... So, auf geht's. Fast 1000 Trophäen hier. Boah, wir haben... Okay, hier können wir nochmal sehr viel ziehen auch. Let's go. Auf geht's. 100 legendäre schön wär's. 100 Startups, legendäre wären schön. Die letzten Accounts oder die nächsten Accounts. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel schon mal geöffnet habe auf einmal. Ich glaube nicht. Oh, 2023. Ich meine, in den Opening Battles, wo wir 1000 Startups geöffnet haben, haben wir dann jeweils 500 geöffnet. Also 1000 alleine habe ich, glaube ich, gefühlt noch nie geöffnet. Wenn ich so drüber nachdenke. Das ist eigentlich eh krass. Ich habe, glaube ich, echt nicht so viele, noch nie so viele Startups auf einmal geöffnet. Stimmt. Ja, wieder viele selten, ne? Ich frage mich halt, ob sie die Drop-Chancen auch verändert haben für die Stardrops. Kann es irgendwo. Es kann man doch irgendwo nachschauen. So, oh, Legendary. Oha, Beach Party Block. Viele sagen, dass das der schlechteste super seltene Brock-Skin ist. Ich finde den sogar ziemlich geil. Und da schießt so Wasserangriffe und. Es hat so Haifisch-Wasserangriffe. Die finde ich persönlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Deswegen finde ich es überraschend, dass Leute dann sagen, das ist der schlechteste für sie von den super seltenen. Also, er ist nicht der krasseste, aber. Ah,
So schlecht ist er doch jetzt auch nicht, oder? Weiß nicht. Selten episch wieder. Genau, was ich gerade ansprechen wollte, keine Ahnung, haben sie, also, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwo gab es auch direkt im Spiel eigentlich eine Übersicht zu den Drop Rates, für den Star Drops. Aber was mich zum einen interessieren würde, oh, ist der Brawler? Ah, wieder die Konstrukteurin Jackie ist echt das Schlechteste, was man ziehen kann, gefühlt von den Skins, den finde ich echt nicht gut. Ja, genau, also was ich sagen wollte, ist zum einen, wie die Drop Rates von den Star Drops sind. Also ob man halt einen seltenen bis halt legendär kriegt, welche Seltenheit, je nachdem. Und zum anderen ist natürlich die Frage, wie halt die Drop Rates sind, wenn man einen Startup bekommt. Also zum Beispiel, wie hoch ist die Chance, wenn ich einen legendären Startup kriege, dass ich dann auch einen Brawler kriege zum Beispiel. Da würde ich mich echt, ich glaube, da hatten sie auch viel drüber geredet. Ich glaube, letztes Jahr meinten sie, dass sie in diesem Jahr drüber nachdenken, die Startups zu verbessern. Hatten halt nicht, oder hatten wir einen Brawler auf dem Account? Jetzt. Nee, Dynamite Quinn. Ey, der Account ist übel schlecht. Also wirklich jetzt mal, der Account ist ja komplett schlecht. Es wird auch bestimmt Leute... Oh, jetzt könnte es werden. Ich wollte gerade sagen, es wird bestimmt auch Leute geben, die irgendwie nur seltene und super seltene bekommen haben, Drops, ne? Hypercharge Spaß. Ist okay. Das ist okay jetzt. Aber insgesamt ist der Account trotzdem noch der schlechteste, würde ich sagen, oder? Keine Ahnung. Also irgendwie schon ein bisschen enttäuschend. Wieder selten. Entweder jetzt ein Legendary Drop oder ganz schlecht. Super selten. Wieder selten. Kommt nichts. Wieder selten. Wieder selten. Gibt's doch gar nicht. Kommt nichts. Super selten. Nee. Irgendwie wird es nichts, glaube ich. Wieder super selten. Schade, Mann. Ganz, ganz schlechter Account leider bisher. Wir hatten nicht mal irgendwie einen guten Brawler. Alles wirklich unlucky. Ich hatte zwei legendäre und hab Angelo gezogen und sehr viele Skins. Das ist halt krass, ne? Aber es ist auch das Krasse, was ich bisher gelesen habe. Hat irgendwer geschafft, drei legendäre zu ziehen oder mehr? Schaut mal rein. Also von der Wahrscheinlichkeit müsste eigentlich fast eh jemand dabei sein, das mit Chat. Ich meine, wir haben so viele Leute, bei so 4000 Leuten, die jetzt hier zuschauen. Okay, auf geht's. Drei Accounts haben wir noch. Die letzten 300 Startups damit. Auf geht's. Junge, einfach eine Stunde Startups geöffnet, hä? Dann. Das ist schon echt krass eigentlich, ne? Wie viele das sind. Also im Schnitt, wenn man sich beeilt, sind es 5 Minuten pro 100 Startups. 5 Minuten einfach. Wenn man es halt langsam öffnet, kann man es auch... Oh, ist ja geil. No way. Das ist der zweite legendäre Brawler fürs Video. Das ist krass. Ich weiß nicht, ob es Lucky ist. Das ist wirklich krass. Hey, geht. Als Zwischenstand zieht man irgendwas Stardrops und auch Crow. Das ist schon... kann man sich jetzt gar nicht beschweren oder ist es... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Lucky ist oder Unlucky. Ich meine, fairerweise sind über 700 jetzt gewesen. Über 700 Stardrops, die wir jetzt geöffnet haben. Aber die Chancen haben sie verbessert, glaube ich. 200 Credits sogar. Ich habe damals, ganz am Anfang, als die Drops rauskamen, 1500 Drops gebraucht, glaube ich, um den ersten legendären Brawler zu ziehen. 1500. Und jetzt haben wir aus 700 schon zwei. Oder wir haben jetzt einfach Glück gehabt. Kann natürlich auch sein. Wir wissen es nicht. Aber vom Gefühl hatten die auch mal angekündigt, die wollten ja in diesem Jahr die Stardust eventuell auch verbessern. Und nochmal einen Skin dazu. Geil. Also haben die, glaube ich, wirklich gemacht. Übel geil. Übel, übel geil, hä? Mal schauen. Also einiges haben wir noch. Vielleicht ist nochmal so ein legendären oder so bei krass. Super selten. Komm, super selten wieder. Selten. Ich will mich nicht beschweren, also der Account ist schon insane. Einfach Crow, hä? Aber dass ich ausgerechnet auf meinem Let's Play Account mit den 1000 Euro, der mir am wichtigsten gewesen wäre, ist glaube ich der einzige Account, wo ich nichts gezogen habe mit den 100, also keinen Brawler gezogen habe mit den 100 Legend, mit den 100 Startups. Ultra random eigentlich, oder? Wie? Sind nicht, wenn dann steht zumindest noch nicht in Brawl Stars, okay. Ich weiß es nicht. Auf dem Entwickler-Account kann eh sein, dass mir die Chancen auch anders verteilt waren. Aber wir kriegen eventuell gleich Stu. Noch 64 Credits. Brauche ich jetzt ein bisschen Luck natürlich. Selten wieder. 30 Stück. Aber ich, also egal, also eigentlich können wir jetzt hier auf dem Account nur seltene ziehen. Und der Account ist trotzdem gut. Also ich meine, ich glaube, ihr seht es genauso, weil lieber. Da verzichtet man lieber auf
Spiele, Münzen, Powerpunkte oder vielleicht auch ein paar Skins oder so. Und dafür kriegt man dann, sowas zum Beispiel, dafür kriegt man dann halt lieber Crow oder halt einen legendären oder halt einen coolen Brawler. Der ist halt einfach höher zu werten. Weißt du, ist immer noch einen coolen, ja, aber leider Skin jetzt nicht so krass ist. Also Kaiju Bass. Ja. Signal? Okay, wollte gerade sagen. Ich kurz gewundert. Ich habe kurz das Handy nämlich angesteckt, als ob da direkt die Verbindung ausgegangen ist. Ja, so Zwischenfazit insgesamt ist schon. Ich weiß es nicht eigentlich. Ich weiß nicht so recht. Ich hätte gesagt, ich hätte mehr legendäre Startups erwartet. Ich hätte schon gedacht, dass man so 4 bis 5 bekommt pro 100. Das sind eher so 2 bis 3. Und vor allem, was ich deutlich mehr erwartet hätte, sind Skins. Ich habe sehr wenig Skins gezogen. Ich habe irgendwie, glaube ich, mehr Brawler als Skins bekommen. Sonst habe ich immer so dreimal so viele Skins. Oh, wieder ein legendärer Drop. Skins bekommen wie Brawler. Schon krass. Auch noch Wespe Bow als Skin. Den finde ich eh ziemlich geil. Das ist einfach ein Ranked-Skin gewesen. Hä? Als ob ich aus Legendary Drops. Oh, sehr gut. Ich habe Stufe freigeschaltet. Als ob ich einfach aus Legendary Drops noch einen Ranked-Skin ziehen kann. Wusste ich gar nicht. Eigentlich auch ziemlich krass, oder? Okay, episch. Ems machen wir. Heavy random, oder? Das wusste ich echt nicht, dass ich aus dem. Ich dachte, dass diese ganzen Ranked-Skins nur für die Ranked-Drops exklusiv wären. Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich meine, wo ist denn der Unterschied von einem Ranked-Drop zu einem normalen Startup? Also klar, man kann halt nur die Ranked-Belohnung ziehen. Das verstehe ich schon. Aber ich dachte halt, dass die Ranked-Belohnung exklusiv wären für die Ranked-Startups. Das bin ich gerade sehr verwirrt. Kann der Chat das auch beantworten? Das überrascht mich jetzt wirklich. Voll. Wie random einfach, oder? Komisch. Selten wieder. Selten. Episch. Komm, irgendwas Gutes. Super selten. Ja, aber ich will mich, wie gesagt, selbst wenn der Account ist, wenn wir vom Account gar nichts mehr kriegen, wir haben schon echt gut genug reingelagt. Besser geht's eigentlich wirklich nicht. Diesen Bowskin kann man nicht in Rank ziehen. Ach so. Da verstehe ich es nicht so ganz, wie das verteilt. Aber der war ja als Ranked-Skin markiert. Na? Egal. Da verstehe ich es nicht. Man kann, glaube ich, auch nicht. Kann man überhaupt alle Skins ziehen aus dem Ranked-Belohnung? Also alle Skins, die es früher in Powerliga gab? Ich habe das alles nicht verstanden. Richtig, wenn ich ehrlich bin. Also ich verstanden, dann kann man ja alle Skins, die es jemals in Powerliga oder alle Belohnungen, die es gegeben hat, dann in diesen Ranked-Startups ziehen. Ne? Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe. Irgendwie kommt jetzt gar nichts mehr. Selten. Episch. Also ein Brawler oder ein Skin wäre für den Account schon nochmal cool. Klar, Wespe Bow fair, vor allem natürlich Crow, also der Account war auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, aber war es auch nicht der beste. Okay, wieder einiges. Episch, mythisch, legendär, alles drin. Auf geht's. Die letzten zwei Accounts. Die letzten zwei Accounts. Wie würdet ihr meinen Luck bewerten, Chat? Von 0 bis 10 bisher. Also 0 ist ganz schlecht, 10 ist echt krass. Ich hatte zwei legendäre Brawler, Crow, Ember. Ich hatte Charlie, also zwei mythische Brawler, auch einige epische, aber aus 800 Drops. 6 von 10, 9 von 10? 10 von 10? Ernsthaft? Ich würde sagen so 7 von 10. Ich würde sagen, oder? Was würdet ihr denn sagen? 8 von 10? 6,5 von 10? 7 bis 8 die meisten. Ja, würde ich auch. Also ich würde auch so 7 sagen, oder? Wenn wir jetzt was Krasses ziehen? Ich kann halt nicht einschätzen, wie viel Luck man sonst hat, aber so 2 bis 3 Legendary Startups im Schnitt, 2 legendäre Brawler aus 800 Drops. Ich denke, es ist okay. Es wäre jetzt halt krass, wenn wir zum Abschluss nochmal irgendwie 2 legendäre oder einen, sagen wir nochmal einen legendären ziehen würden. Dann wäre ich schon sehr, sehr happy. Mal schauen, super selten wieder. 7 von 10. Ja, ich denke, also die meisten sagen es auch so 7 von 10 im Chat. Ich denke es auch so in der Richtung auf jeden Fall. Das ist schon krass, also für ein einmaliges Event. Ich bin mal gespannt, was Supercell noch so in Zukunft macht. Aber ich muss an der Stelle auch mal wirklich sagen, was die alles gemacht haben, auch marketingtechnisch, das ist ja so krass, wirklich. Also, oha, wie random ist denn der Grayskin jetzt gerade? Einfach Ausreißer Gray. Aber überleg mal, was die alles rausgehauen haben. Diese ganzen Events, auch mit Legendary Startup und jetzt das der Peak einfach. Das krasseste Event bisher. Ich meine, alleine, dass auch so viele dann im Livestream waren und so viele, Junge, meine TikToks haben auch, das eine TikTok hat 2 Millionen Views bekommen, einfach, wo ich irgendwas erzählt habe zu dem Event, dass sowas passiert, das zeigt ja wirklich, wie krass,
der Hype für das Ganze auch ist und wie gut das Marketing technisch auch funktioniert. Das Spray war jetzt nicht so spannend. Soll, wenn ich die Sprays oder die Pins immer nicht so genau zeige. Aber ich denke mir halt immer, ja. Es ist halt nicht so krass. Ich bin halt auch vor allem gespannt, was sie noch so in Zukunft rausbringen werden. Also wir haben auch dieses Jahr wieder so viele Events. Wir hatten ja davor erst ein anderes Event. Das hatten ja vielleicht viele gar nicht mitbekommen. Das war dieses Brawl Like a Girl Event. Das hatten sie nur mit einem kurzen Video angekündigt, mit so einem Short. Wir haben fast Kid. Da gab es auch einen Legendary Startup. Und da haben auch Leute jeden weiblichen Brawler gewonnen, gab es da zu gewinnen. Genau, das gab es nämlich auch als Preis. Das war eigentlich auch krass. Nochmal Legendary. Münzen, ja, das Schlechteste. Und dann hatten wir auch noch das 1 Million Gems Live Event zum Beispiel, hatten wir auch noch in diesem Jahr gehabt. Also sie haben echt viele coole Ideen. Ich glaube, sie verstehen auch echt sehr gut, dass diese Community-Events einfach das Game extrem pushen. Also was heißt, sie verstehen? Also, sie sehen es wahrscheinlich an den Statistiken, sie schauen sich wahrscheinlich immer die Zahlen an, ne? Wir sind ja auch auf dem neuen Rekordhoch aller Zeiten. Was ja auch echt krank für ein Game ist, das 5 Jahre alt ist. Das ist echt sehr ungewöhnlich. Also ich bin mal gespannt, wo es auf jeden Fall mit Bros noch hingehen wird, so in den nächsten Monaten, aber auch Jahren. Also wenn man mich gefragt hätte, hätte ich eigentlich gedacht, dass der Hype erreicht ist eigentlich mit 2021 oder 2020 damals auch schon. Und dann ist es so abgeflacht und jetzt haben wir eine Neuhype-Spitze? Das ist so komisch eigentlich. Aber ja, scheinbar ist es ja so. Zahlen sind ja offiziell released worden. Der Account ist leider wieder ziemlich bodenlos schlecht. Tut mir echt leid, ey. Also einen Account haben wir safe noch am Ende. Aber der Account... Spray. Nochmal mythisch. Aua. Also, ich finde es wirklich heftig, wenn man aus diesem mythischen Drop jetzt nochmal. Und Gadget. Wenn man aus dem mythischen Drop einfach 200 Powerpunkte bekommt. BTF. Also, ich finde, das sollte echt keine mythische Belohnung sein, finde ich. Wasabi, danke für den Raid. Danke für den Raid, Mann. Vielen Dank. Lass auch mal wieder zurück raiden. Selten wieder. Selten. Komm, irgendwas Geiles. Selten. Selten. Episch, episch, episch. Selten. Ah. Super selten. Ah, komm, irgendwas noch. Selten wieder. Ja, also der Account war mit Abstand der schlechteste. Wir hatten so 2 Accounts, die übel trash waren. Der erste, was ausgerechnet meinen Pay-to-Win-Account. Ich glaube, der jetzt. Also, wo wir halt keinen Brawler gezogen haben. Ansonsten, glaube ich, sogar mindestens 2 Brawler, wenn ich mich nicht täusche. Weil ich glaube, auf dem einen Account hatten wir auch nur 1 Brawler, das war dafür auch Crow. Also, so gesehen will ich mich wieder nicht beschweren. Das ist halt das Ding. Ja, komm, wieder selten. Nee, leider RIP. Ey, was habe ich gemacht? Ja, fehlen leider noch ein paar. Letzter Account. Den habe ich nach meiner Freundin benannt. Let's go. Der letzte Account. 100 Stardrops und dann haben wir die 1000 gratis Stardrops voll. Ich muss wirklich sagen, Event aus meiner Sicht vor allem für Brawl Stars marketingtechnisch super krass. Ne? Moritz, danke nochmal fürs Mitglied. Muss man wirklich sagen, also was soll ich sagen? Ne? Also für mich als Streamer natürlich insane gewesen, aber oh, Legendary Stardrop. Ah, ich glaube, es ist Uni Zombie. Nee, es ist kein guter Skin, schade. Und vor allem, was ich halt geil finde, alle reden halt auch über diese Startups natürlich. Oder auch so viele haben es schon gesagt, dass sie halt in der Schule oder keine Ahnung, wo, auf der Arbeit oder sonst auch mit Freunden sich halt dann easy treffen können, diese Startups aufmachen können. Wobei in der Schule sollte man die nicht aufmachen, natürlich im besten Fall. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dass man sich halt einfach super gut mit Freunden halt auch treffen kann und diese Startups halt öffnet oder halt einfach Bros halt ein Riesenthema ist. Wobei ich es eigentlich am coolsten finde, wenn man nicht nur Startups öffnet, sondern eher auch zusammen spielt, aber. Ah, ist halt natürlich super spannend, weil natürlich jeder wissen will, was der andere bekommt. Das ist halt das Ding. Also sehr cool. Natürlich, Problem ist bei solchen Startup-Events dafür auch immer, das ist halt das Problem, dass manche natürlich immer enttäuscht sein werden. Das ist ja jedes Mal so. Kurze Benachrichtigung. Selten. Ja, okay. Meine Freunde machen die halt in der Pause oder in der ersten Reihe auf. Perfekt. Es werden safe so viele Leute in der Schule gesessen sein und diese Startups aufgemacht haben. Aber das finde ich so lost eigentlich. Also finde ich jetzt persönlich. Wenn ich jetzt da in der Schule noch gewesen wäre, weil zum einen will ich mich ja, also wollte ich zumindest, will ich mich halt auf den Unterricht konzentrieren wollen. Persönlich zumindest. Ich war halt ja auch immer sehr konzentriert in der Schule. Und zum anderen, keine Ahnung, Mann. Du kannst in der Schule doch dann gar nicht reden oder sonst was. Dann machst du da heimlich Startups auf. Das ist so eine einmalige Belohnung.
Die würde ich mir dann schon eher aufheben und die entspannt für mich zu Hause aufmachen dann. Ah ja, ich verstehe halt, dass manche die unbedingt aufmachen wollen. Ja. Das sind Ferien. Bei manchen sind es auch Ferien, ja, das stimmt. Manchen sind es auch Ferien. Oder die meisten haben auch, oder sehr viele haben auch eh geschrieben, dass sich die auch aufheben und die mit Freunden aufmachen. Münzen. Die Lehre auch bei mir. Ja, stimmt, lol. Je nachdem, wie, weiß nicht, gut, das hat nicht mit dem Alter zu tun. Es gibt auch teilweise Ältere, die das auch spielen. Wie geil einfach. Bevor der Unterricht beginnt, machen wir jetzt alle unsere 100 Startups auf. Oh Mann. Dann so auf den Overhead-Projektor, wenn es sowas noch gibt, wahrscheinlich schon. Und dann erstmal die Live-Startups. Das wäre schon aber witzig. Stell dich mal vor, einfach alle zusammen in einer Schulstunde die 100 Startups öffnen. Oh Mann, wird bestimmt irgendwo passiert sein in Deutschland, in irgendeiner Klasse oder irgendeiner Schule, würde ich wetten. Tick haben wir hier. Ich meine, theoretisch ist es auch eigentlich gar nicht mal so lang. Die öffnen in 5 Minuten, dann ist es ja durch. Oh Mann. Selten. Legendär. Das ist legendär, es geht. Stimmt, man kann ja jeden Skin ziehen. Ah, ja, Kartoffelsqueak. Naja. Kartoffelsqueak. Ist okay. Skin ist ein bisschen lost. Episch. Okay. Nochmal episch. Auf dem Tisch alle Handys klatscht. Stimmt, es sieht auch echt cool aus, wenn so die ganzen Handys nebeneinander liegen, wenn die Startups öffnen. Dann habe ich schon gesehen, wie das aussieht. Da werden schon noch viele Openings hochgeladen werden in der Richtung. Ist die Frage, was bekommen wir? Da bekommen wir noch was. Eco-Dopper, chillig. Irgendwas wäre jetzt schon noch gut. Also wir hatten wirklich viele gute Accounts. 2 sehr schlechte, wirklich. Und der ist bisher noch mal schlechter. Wir haben ja gar nichts bekommen jetzt hier. Was ist das denn? Als ob der letzte Account so bad ist. Das gibt's nicht. Also ich glaube, in den 2 Legendären habe ich sogar noch relativ viel Luck gehabt dafür. Ich meine, wenn ich überlege, diese 1000 Startups, wie sind's denn? Die sind schon, nee, 100 Startups sind, sorry, lost. Die würdet ihr normalerweise in 5-6 Wochen vielleicht sammeln. Oder sagen wir 4-5 Wochen, Free-to-Play. Und ihr würdet jetzt normalerweise auch nicht in einem Monat 2 legendäre Brawler ziehen. Stimmt, also so gesehen. Ich habe 1000 geöffnet, unheimlich benutzt. Das sind die Startups, die ich geöffnet habe, sind so viele Startups, die man normalerweise in einem Jahr bekommen würde. Okay, so gesehen trotzdem. Ich glaube, da trotzdem 2 legendäre zu kriegen, nur aus den Startups. Und dazu gibt es ja noch Credits. Und alle möglichen anderen Sachen. So gesehen hatte ich, glaube ich, schon ziemlich Luck mit 2 legendären Brawlern hier. Kann echt nichts sagen. So, wir sind gleich durch. 2 seltene hier. Crazy. Ah, der Account war wirklich bad. Aber insgesamt will ich mich echt nicht beschweren. Hatten wir echt gutes Luck. Oder ich würde sagen, es war solide. 7 von 10. Wir hatten 7 von 10. Wenn ich jetzt noch einen legendären kriege, dann geht's auf 9 von 10, glaube ich, hoch. Mal schauen. Nee, das war's. Ich mache gerade die Verabschiedung fürs Video direkt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. 75.000 Live-Zuschauer geknackt. Das ist ein absoluter Rekord gewesen. Das ist unfassbar, wirklich. 15.000 Abos auch gestern. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Wir schaffen auf jeden Fall die Millionen dieses Jahr, wenn es so weitergeht. Und ansonsten denkt auch gerne an Creator-Code JoJonas. Ganz rechts im Shop. Viele Videos werden auch noch kommen. Wüstenskorpion Chuck ist ja auch draußen. Mal schauen, wenn wir den dann auch pushen werden. Und bis dahin, haut rein. Da ist noch der Abspann verlinkt. Bis zum nächsten Video. Danke für den Support. 14 Stunden gestreamt. Noch die Nacht fast durchgemacht, nur 2 Stunden Schlaf. Ich gehe jetzt erstmal pennen, glaube ich, nach dem Video. Ciao.